Das sind meine Tante und ich und wir reden über Trisomie 21. Im letzten Video ging es um ihre Merkmale, aber neugierig bin ich immer noch. Wir haben schon darüber gesprochen, was es ist, wie es sich äußert und wie es entsteht. Doch meine drängendste Frage ist, kann man eigentlich etwas dagegen tun? Leider nein, also nicht gegen die genetische Fehlbildung. Es gibt aber Forschungen, mithilfe der sogenannten Genschere etwas im Embryonalzustand machen zu können. Aber das ist Zukunftsmusik. Solange kann man nur versuchen, die Beschwerden zu mindern. Zum Beispiel werden erfolgreich Herz- oder Darmoperationen oder auch kieferorthopädische Behandlungen durchgeführt. Und wenn Hörprobleme frühzeitig diagnostiziert werden und die Kinder ein Hörgerät bekommen, lernen sie auch besser sprechen. Und Physiotherapie hilft bei den körperlichen Beeinträchtigungen. Kann ich irgendetwas machen? Ich weiß nicht. Du solltest ihn nicht ausgrenzen, aber auch nicht besonders behandeln. Wie du es mit den anderen Mitschülern eben auch machst. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und jeder ist, wie er ist. Die Akzeptanz im Freundeskreis und in der Familie ist für jeden wichtig, aber für Menschen mit Down-Syndrom ganz besonders. Fanny, kannst du mir erzählen, welche Arten von Trisomie 21 es gibt? Du fragst mir noch ein Loch in den Bauch. Am häufigsten, also zu 95%, ist die sogenannte freie Trisomie 21. Dort ist das Chromosom 21 dreimal vorhanden. Aber es gibt auch die Mosaik-Trisomie 21. Die ist viel seltener und bei der sind nicht alle Körperzellen betroffen. Und es gibt eine noch seltenere, partielle Trisomie. Und die sogenannte Translokationstrisomie. Okay, Fanny, hast du noch ein paar besondere Fakten zum Down-Syndrom? Die gibt es im nächsten Video.